im ganzen Leben. Also wir hätten die nächsten Stunden, ja, also wahrscheinlich bis Folge 100 hier wirklich alle überall rumgegangen, hätten nochmal wieder alles versucht. Und ja. Ja, was ist los? Ah. So, dann gehen wir mal in ihre Hütte. So, jetzt können wir nämlich den Schrank hier aufmachen. So, jetzt haben wir hier dieses Narkotikum drin. Und wir haben jetzt hier einen Haken. Und diesen Haken können wir jetzt mit dem Luftballon verbinden. Und wir hatten ja immer bei Wenzel versucht, dass die Klappe oben bleibt. Ne? Da hat man ja den Luftballon einmal durchgeschossen und der ist ja wirklich nur hochgegangen. So, und jetzt können wir das wieder mal versuchen, da wir jetzt den Haken dran haben. So. Da können wir vielleicht jetzt Wasser durchsickern lassen. Aber vorher möchte ich nochmal klingeln. So. Das muss ich machen, wenn ich da bin. So, dann gehen wir mal in Wenzels Haus. Nee, gar nicht. Doch. Doch. Ich wollte schon direkt wieder Wassermarsch, aber nee, wir müssen doch erstmal die Klappe hier aufmachen. So, dafür gehen wir in sein Badezimmer. Und jetzt jagen wir den Luftballon nach oben. Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. So. Jetzt haben wir seinen Schornstein oben. Und jetzt müssen wir, rein theoretisch gesehen, ich hoffe auch praktisch, einmal den Rohr hier rumschwenken, dass der in der Hoffnung von dem Ballon hier aufgehalten wird. Ich hoffe, denn sonst müssen wir noch uns irgendwas anderes einfallen lassen. Und dann hoffe ich, dass wir dann nicht auch Wasser einlassen können, dass dann bei ihm alles überflutet ist und wir die Wünschelrute nehmen können. Denn ich denke mal, ohne diese Wünschelrute kriegen wir das Wasser aus dem Rathaus nicht. So, schauen wir mal, ob wir das schaffen oder ob wir doch noch etwas dahin klemmen müssen. Ah, wunderbar. Das Rohr ist jetzt genau über seinen Schornstein. Ja, dann würde ich mal sagen, Wassermarsch. Überschwemmung. Der arme Wenzel. Sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich es verpasse. So, dann gehen wir mal wieder zum Dorfzentrum. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das erreichen konnten, was wir erreichen wollten. Vielleicht ist das hier auch das. Das können wir gleich auch mal ausprobieren. Dieses Narkotikum. Vielleicht können wir das als Gefäß benutzen für die Batteriesäure. Die brauchen wir ja auch noch.
So, Wenzel ist auf jeden Fall nicht mal an seinem Platz. Ich bin hier unten. Komm schnell, du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Lass ihn uns zusammen genießen. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin reich. Jetzt können wir doch die Wünschelrute nehmen, ne? Wunderbar, Quelle. Können wir da vielleicht... Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Ja, aber wir brauchen doch das Wasser, oder nicht? Ich will mit Wenzel... Sehr gut. Okay. So, jetzt haben wir die Wünschelrute. Narkotikum. Ist die jetzt auf? Der ist bereits ausgenockt. Für chemikalische Experimente ist später noch Zeit. Jetzt brauche ich vorhersehbare Resultate. Okay. Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Aber wo? Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt schon mal ein Stückchen weiter. Ah, ist das schön. Gehen wir mal vor das Stadttor in der Hoffnung, dass wir jetzt mit dem Gefäß vielleicht diese Säure dann nehmen können. Und ansonsten müssen wir ja mal mit der Wünschelrute so ein bisschen hin und her gehen. Schauen wir mal. Nehmen wir einfach mal das Gefäß. Vielleicht brauche ich das noch. Ich suche mir besser ein anderes Gefäß. Okay, das geht nicht. Gehen wir nochmal zum Dorfkern. Auf jeden Fall hängt unser Trichter mit dem Medikament auf jeden Fall zusammen. Vielleicht sollten wir erstmal in Lonzos Kneipe gehen. Vielleicht können wir ja da den Trichter an seine Maschine ja anbauen. Und dann die Medikamente da reinkippen. Vielleicht geht das ja. Schauen wir mal. So. Kaffeemaschine. Tankdeckel. Das haben wir beim letzten Mal gar nicht gesehen, ne? Vielleicht geht ja hier dieser Trichter rein. Das ist schon mal keine Zutat für das Rezept. Ich finde, ich komme ganz gut voran. Das hier vielleicht. Das ist schon mal keine Zutat für das Rezept. Ich finde, ich komme ganz gut voran. Okay. Das geht schon mal nicht. Und das? Ich habe mal gehört, dass Stierblut den Geist belebt. Bevor es in den Tank darf, muss es allerdings noch fertig gemischt werden. Okay, das geht sogar also schon mal noch nicht.
könnten wir dann noch ausprobieren? Wir könnten noch mal ins Rathaus gehen. Wir haben doch jetzt die Wünschelrute, weil Wenzel hatte uns ja den Tipp gegeben, dass dass sie ja im Rathaus versteckt ist, das reine Wasser zumindest. Na, von unserem Vater. Ah, Rufus, ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab, aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Okay, wir sind dran. Ach, ist das schön. Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Wo ist der denn hin? Lotek? Wo ist denn der Bürgermeister hin? Was? Er stört! Huh? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Dich hat er auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Anstatt den Schreibtisch zu verrückeln, manipulieren sie lieber das Erdmagnetfeld. Ich bin wegen der Elysianerin hier. Ich will meinen Wohnsitz abmelden. Erdmagnetfeld? Nehmen wir mal das erste. Mach mal wieder von oben nach unten. Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Eine traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ich? Ich habe gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Ohne jeden Hintergedanken, nehme ich an. Ja. Hervorragend! Sie werden noch ganz schön gucken, Lotek. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits in Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. So. Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Aber ich habe sie gefunden, aber sie verdankt mir ihr Leben, aber sie muss zurück in ihre Welt. Nimm mal das Weiße. Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar, wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuwak auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus. Immer wenn Chaos in Kuwak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber ich habe sie gefunden, aber sie muss zurück in ihre Welt. Machen wir mal oben. Aber ich habe sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich habe sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre.
Aber sie muss zurück in ihre Welt. Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz! Du weißt besser als jeder andere.